Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann Niro LP und ich grüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Fast vergessen. So, da, so heißt das Spiel, ne? Und ja, hey, jetzt hat man schon zwei leuchtende Säulen da, weil wir jetzt zwei Ringe haben. Cool. Cool, wie die halt gemacht haben. Und ja, in der letzten Folge ist unsere Spoiler-Mutti gestorben. Wie es nun mal so passiert in einem Fire Emblem-Spiel. Und ja. Jetzt mal ganz ernsthaft, das ist schon irgendwie komisch, komödiantisch irgendwie. Das, ich bin so mal im Kopf mal einige Fire Emblem-Spiel durchgegangen. Ich glaube, das ist wortwörtlich in jedem Fire Emblem passiert. Außer die irgendwie Fortsetzungen von anderen Teilen sind. Also der 10. Teil ist zum Beispiel eine Fortsetzung vom 9. Teil. Und ja, da geht das natürlich nicht mehr, weil der Elternteil schon im Vorgänger gestorben ist. Ne? Spoiler. Aber ja, ich habe natürlich ein bisschen getrauert am Klo. Ich war gerade am Klo. Da habe ich getrauert um meine Mutter, die ich seit einer Stunde kenne. Und aber ja, das Leben geht weiter. Und heute geht es weiter mit Kapitel 4. Ne? Steht immer noch Kapitel 3, aber wir haben das schon abgeschlossen letztes Mal. Leben geht weiter. Eltern sterben halt in Fire Emblem. Passiert halt. Was soll man machen? Ne? Die Soundkulisse ist, glaube ich, jetzt auch ein bisschen besser. Jetzt, wo ich einige Filter abgestellt haben. Ich sollte jetzt, glaube ich, nicht mehr so abgebrochen klingen. Und ja. Wir machen weiter. Ein Part können wir heute noch aufnehmen. Ein Part können wir noch aufnehmen. Spoiler! Gibt ja hier eiskalten Spoiler für Fire Emblem 4. Ach ja, in dem Spiel bin ich gestorben. Aber es war ein super Barbecue. Ich meine, wenn der Typ schon spoilert, dann kann ich auch. Warte mal, bedeutet das, Marv ist auch tot? Ist das alles in der Vergangenheit passiert? Ja, ne, wie macht das überhaupt Sinn? Ich dachte, die Teile sind doch alle nicht miteinander verwurzelt. Bis auf einige Ausnahmen. Gibt es noch einmal Elise, das ist die Welt von Fire Emblem 1 und 13. Und 2 und 3. Egal. Denken wir nicht zu sehr daran. Wir müssen trauern um unsere Mutter. Warte, wie ist das? Die Verzerrten. Ah, okay. Ich kann schon sagen, was reden die gerade? Sollte ein bisschen aufpassen. Ach, was machst du denn? ヒレネ王国に私が力になれるでしょうか。母さんはもういないのに、ルミエル様はいなくなってしまったが、君はその血と思いを受け継いでいる。指輪の力を使いこなせるのは神竜たる君だけだ。 Ihr seid der Auserwählte. Ihr seid das Drachenblut. Kann ich erstmal meinen Trauer-Arc haben? Warten wir bis zum nächsten Fire Emblem. Fand ich, war schon immer blöder. Eine blöde Motivation für eine Story. Aber dieser eine Supermacker, der eigentlich der Supermacker war, ist gestorben. Jetzt bin ich die einzige Hoffnung. Ja,
Blöde ist, ungefähr 90% aller Rollenspiele, die ich spiele, sind so. Wenn ich Somnia höre, muss ich mal an Final Fantasy 15 denken. Oder nicht so hieß. Somnia hieß halt in Somnia. Ich muss trotzdem immer daran denken. だから今は生まれたての赤子のようなもので友達としていろいろ教えてくれると嬉しいです。わかった。何でも聞いて頼ってくれ。ルミエル様の代わりには決してなれないが、精一杯君の力になるよ。ありがとうございます。あ、そのトップはまた増えた。 Ich bin halt so putzig. Unterstützung. Wenn einer nebeneinander kämpfen oder einander heilen, sammeln sie Unterstützungspunkte. Dann kann man Supports anschauen. Schon seit der beiden Charaktere mit steigenden Unterstützungsprofilen Einheit von immer höheren Werte, Boni. Bitte sag mir, dass nicht jeder Charakter mit jedem Charakter hier supporten kann. Weil das ist unglaublich ätzend. Der zieht die Spiele unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie viele Supports in Fire Emblem Three Houses gab, weil jeder Charakter mit jedem supporten konnte. Ey. Das dauert einfach so lange, ey. So. Egal. Ich kann nicht ersetzen, was ihr verloren habt, aber ich bin an eurer Seite, göttlicher. So. Ich werde für euch Schwert und Schild sein, göttlicher. Und eine Blume. Was könnte ein besser Trost sein? Du bist eine Blume? Arme Königin Lubera. Wenn die Kunde sich verbreitet, wird ganz Firen trauern. Vielen Dank, dass ihr uns helft. Ich hoffe, ihr könnt etwas tun, um Firen zu retten. Boah, an wen erinnert es mich irgendwie? So die Haarfarbe, so der Haarstil, sie erinnert mich an irgendwas. An irgendjemand, ich weiß nur nicht an wen. Ein bisschen aus wie Penny aus Ruby. Aber an die denke ich gerade nicht. Es tut mir so leid, göttlicher. Ich wünschte, ich hätte sie heilen können. Ihr wart endlich wieder vereint. Das ist so ungerecht. Wir haben alles, es hat uns alle überrascht. Königin Lomera war stets so nett zu mir, aber nun werde ich niemals wieder ihr Lächeln sehen. So, hier haben wir erstmal Fragmente des Bandes. So, ich brauche gar nicht hier rumlaufen, ich weiß, aber meine Rollenspielinstinkte fordern mich dazu, trotzdem herumzulaufen. Hier liegt noch was. Eisenbahn. Boah, ich habe voll den Krampf in meiner Hand gerade, ne? Ach. Also, wenn ich schlechter spiele, ne, wisst ihr Bescheid. So, dann gucken wir mal, wie kann ich das jetzt machen mit dem Material und Geschenke. Was habe ich? Ich weiß gar nicht, wofür die ganzen Sachen alle da sind. So, wie konnte ich jetzt Dings machen? Rennen, Karte wechseln. Habe ich noch nicht genug Support Point? Ich drücke gerade jeden Knopf hier. Plus, minus. Nein. Tutorial. Ich glaube, das Spiel hat schon irgendwie so gedacht, dass jetzt irgendwie Supports freigeschaltet werden, ne? Aber. Irgendwie hat sich da noch nichts getan, ne? Da gibt es noch irgendein anderes. Aber ich stelle mir halt vor, das Spiel hätte jetzt irgendwie mir nicht die Nachricht gegeben, wenn ich jetzt irgendwie die Auswahl hätte, ne? Aber anscheinend nicht. Ja, gut, dann gehen wir weiter, ne? Haben wir alles auf der Karte? Sieht so aus, ne? Ja, okay, cool. Nächstes Kapitel. Soll mir recht sein, kann man mehr Gameplay hier reinpacken. リキューソラネルを使いになられてはいかがでしょうか。ソラネル、私が眠っていた場所ですね。彼女は僕のサインテレポートやね。今からみんなで戻るのは大変。そうなんですか。はい。
Wie praktisch. Wirklich. Das ist also sowas von nur dafür da, damit man nur gameplaymäßig das machen kann, ne? Sonst hat das doch irgendwie gar keinen Sinn. Bitte lass nicht so groß sein. Bitte lass nicht so groß sein. Bitte lass den Ort nicht so groß sein. Bitte lass den Ort nicht so groß sein. Bitte lass den Ort nicht so groß sein. Ich möchte nicht die Hälfte des Spiels daran verbringen. Das ist sehr klein und handlich sein. So ein bisschen wie die Basis in Fire Emblem. Free, wo hieß er nochmal? Wie ist die Fortsetzung von Free Outs nochmal? Free Hopes. Okay. Nein, bitte nicht riesig. ありがとうございます。 Okay. Wie sieht das Gebiet hier aus? Sind alle Charaktere? Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, doch. Hier ein 4 und dann kamen 3 dazu, genau. Ich bin auch voll putzig. Das Somniel ist dein Hauptquartier. Hier kannst du dich auf den nächsten Kampf vorbereiten oder die Bande zu Verbündete vertiefen. Parallel zu deinem Spielfortschritt werden mehr und mehr Bereiche und Optionen im Somnia freigeschaltet. Du siehst irgendwie nicht so aus wie... Habt ihr alle normale Klamotten an? Wenn du dein Abenteuer fortsetzen möchtest, öffnet die Weltkarte über das Menü oder gib dich zum Ausgang auf dem zentralen Platz. Bande, wenn du den Bandlevel zwischen Emblem und Einheiten erhöhst, schaltest du besondere Bandgespräch frei. Siehe dieses Bandgespräch im Somniel oder beim Erkunden der Weltkarte an. Nachdem du ein Bandgespräch angesehen hast, kannst du den Bandlevel noch weiter erhöhen. Cool. So, Somniel-Karte. Oh, oh. Auf dieser Karte siehst du nicht nur die Örtlichkeiten für das Somniel, sondern auch die Aufenthaltsorte deiner Verbündete. Wähle ein Ziel, um dich per Schnellreise sofort dorthin zu begeben. Oh mein Gott, das ist viel zu groß. Oh nein. Ich habe Angst. So, und hier gibt es natürlich auch noch Objekte, die ich sammeln kann. So, Mafu. Okay, der Schmerz über Lumeras Verlust wiegt schwer, doch die vertrauten Umgebung des Somniels spendet etwas Trost. So, Supportgespräch. Damit ich weiter hochleveln kann. Das war's. Perfekt. Fähigkeit dieses. Marv der Schmatt. Schmerz. Was steht da? Achso, das ist der Anfang seines Satzes. Butchon. Somniel hat also auch Teich und Gärten. Die sollte ich mir ansehen, wenn ich mich nicht wieder verlaufe.
Okay. Sehr gut. Königin Lumera sagte es, lege an der Macht des Würmgottes, dass die Embleme sich hier frei bewegen können. Bist du? Warum hatten die so einen normalen Parker an? Was? Königin Lumera stand immer gerne am Rand des Somni und blickte auf die schönen Wolken ab. So, mit dir kann ich auch. Ich habe nicht eine limitierte Auflage an Supports, oder? Dankeschön. Glaub, sie ist ein Fangirl. Musik. Kein Club, hat er gesagt. ありがとうございます。でもこんなに至近距離で応援されると。わかりました。ではもう少し遠くから応援させていただきます。新入様、しっかり。遠くに行ってもらってもあまり関係なかったみたいですね。 Okay. Stufe C. Neue Seite. Ja, ne. Oh, Enzyklopädie. Können wir uns mal, ich glaube, in diesem Part wird nicht viel passieren. Ich glaube, wir werden uns hier ein bisschen mehr umschauen, ne? Ah, hier kann man das auch machen. So, sieht aus, als hätte ich eine nicht limitierte, ne? Aber ich kann mit jedem reden schon wieder. Oh, nein. Oh, aber die anderen Charaktere können nicht mit allen reden. Okay, Bande ansehen. Ach, da kann ich die replayen oder was? Ah, nee, Bande sind nur mit den Ringen, ne? Notizen zu deinem Verbündeten. Okay. Mag den Wert Blumen, Mode, Sport, Zuckerrüben, andere anzufallen. Mag nicht putzen, lernen, Spukgeschichten. Okay, warum sind die beide? Verbündeter wechseln. Ach, weil ich mit ihm nur geredet habe, oder was? So, hey. Oh, Mercurius, Ausweichen plus 20. Dann muss ich auch noch irgendwie lernen, wie genau das funktioniert. Oh, Kanto, oder ist Kanto, ne? Ich weiß nicht, wie oft das Deutsch heißt. Also der kann sich bewegen, nachdem der einmal, nachdem er noch einmal irgendwie hier angegriffen hat, oder? Das ist immer gut. So, irgendwas anderes wollte ich noch gucken. Egal, wie oft ich herkomme, es ist immer wieder beängstigend. Aber ich bin froh, mit euch hier zu sein. Ah, ich muss jetzt die Seiten ja freischalten, nachdem ich mit denen geredet habe. Oh. Kaffee. Und da sitzt Etty. Das Café ist ab jetzt geöffnet. Das Café ist ein Gemeinschaftsraum mit entspannter Atmosphäre und Zugang zu anderen Einrichtungen. Nutze die Musikturm, die Hintergrundmusik im Somniel zu ändern. Die Firma ist voller nützlicher Informationen. Hier kannst du in Elios investieren oder deinen Erfolg überprüfen. Okay. Hey. Bin ich für das Somniel nicht richtig angezogen? Ich fühle mich nicht ganz recht am Platz hier, aber ich helfe so gut ich kann. Okay, was ist das? Pinnwand. Spenden. Unterstütze die Länder von Elios mit Spenden. Ein Anstieg der Spenden wird mit Dankeschön-Geschenken belohnt.
In einer Methodenspende gibt es mehr seltene Gegner, für deren Bezwingen du mehr Gold oder Erfahrungspunkte bekommst. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Höhere Spender bringen auch erhöhte Materialfund dran und andere Vorteile mit sich. Spende also, wann immer du kannst. Nächster Level 5000 Gold. Wie viel habe ich überhaupt? Bisher gespendet? Wie viel habe ich denn? Gar nichts. Cool. Verena Katze, Kalition Huhn, mehr Esel. Siegtruhe, nichts. Arena. Ich glaube, mehr wird in diesem Party nicht passieren. Deshalb wir uns hier umschauen. Das ist wie so eine Sommerbude hier. Na, warte mal. Ah, da ist das ganze Teil. Okay. Okay, solange ich nicht irgendwie lernen muss und irgendwie Schüler ausbilden muss oder so, geht das ja noch, ne? So, habe ich hier mit ihnen geredet. Ja, ne. So, da sehe ich irgendwie eine, Haustier, eine Katzenpranke, wie nennt man das? Pfote, mein Gott. Hübscher Kiesel. Milch. Jemand sind Geschenke, ne? Eier bewahren, Eier. So, auf der Karte sieht man aber, wo was ist, ne? Aber ich so als Rollenspieler, ich bin natürlich gewohnt, trotzdem irgendwie dahin zu gehen, weil ich einfach nicht weiß, ob da irgendwie was ist, was nicht angezeigt wird, ne? Ich bin immer paranoid, wenn es um so was geht. Aber anscheinend nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt jemand gefunden. Na gut. Ja, wird wahrscheinlich etwas belebter sein irgendwann. Das ist ziemlich chillig hier. Ich komme mir vor, wie so eine in so eine Spyro Hub World. Was hier? Stall. Noch nicht freigeschaltet. Aber er steht doch da. Er steht doch genau vor mir. Okay, so viel kann ich ja noch nicht machen. Also nehme ich mal, können wir doch noch ein Kapitel machen. Weizenmehl. So. Sind die restlichen Kollegen hier? 50 Fragmente des Bandes. Mysteriöser Altar. Scheint eine Art Altar zu sein. Okay. Verstehe schon. Fragmente. Ich weiß nicht, was da für Dinger sind. Noch mehr Fragmente. So. 1, 2, 3, 4, 5. Mir fehlen noch. Ne, Etty war im Links, im Café, ne? Ja, da oben links die letzte Person dann. Okay, alles klar. Irgendjemand hatte ich doch noch einen Support. Was? Pferdedung, ach so. Ich muss schon sagen, was? Sieht aus, der wieder Amiibo Altar aus Fire Emblem Free Houses. Ich habe eine Menge Fire Emblem Amiibos. Ich kann doch bestimmt damit irgendwie was machen, ne? Trauen. So, hey. Was auch ein Parker. Das Dominier scheint ziemlich ruhig zu sein, aber es wird sicher belebt werden. Außerdem sind wir ja da. So, der kann ich noch reden. Dann lasse uns reden. Zwilling Nummer 2. Warum tun wir eigentlich unsere Casual-Klamotten hier anziehen in diesem Ort, wenn wir sowieso in den Supports wieder unsere Kampfausrüstung annahmen? いいえ、僕だけではありません。それは先人たち全員の思いです。千年も待った僕たちにとって、神竜様に仕えることは何よりの至福なのです。だからお気になさらず。
身の回りのことは僕に任せてください。わかりました。そういうことならお任せしましょう。ありがとうございます。お礼を言うのはこちらです。いつも気にかけてくれて本当にありがとうございます。あなたのような進化を持って私は幸せ者です。本当ですか？嬉しくて、またそっとしそうです。Ich glaube, der Junge hat etwas Kreislaufprobleme. Er ist irgendwie immer schwindelig oder so. クランが作ってくれた時間、しっかり休ませてもらいますね。Okay. Okay, die Gespräche scheinen aber noch relativ kurz zu sein. Nicht 5 Minuten zu dauern. Ist jetzt überzeugt das Spiel noch. Jetzt macht das Spiel noch alles richtig, meiner Meinung nach. So. Somnil-Karte. Zentraler Platz. Okay, mein Zimmer. Was haben wir denn da? Oh Gott, ich habe jetzt nicht weitergemacht. Mein Zimmer ist der heilige Ort, an dem Daneo 1000 Jahre lang geschlafen hat. Ein neuer Rekord. Wieder ausruhen, um ein Nickerchen zu machen, um die Zeit im Sonnenhimmel vergehen zu lassen. Vielleicht kommst du im Schlaf ja einige interessante Dinge zu hören. Kopfhörer bieten dabei das beste Hörerlebnis. Wähle Erinnerungen, um dir vergangenes Unterstützungsgespräch und Szenen erneut anzusehen. Wenn das in der Schwierigkeit verringern, lässt sich die Schwierigkeit auf diese Weise jedoch nicht. Ja. Mehr Kommode. Okay. Lass mal sehen, wie hat hier ein Tag aussieht. Ne? Wegdienst. C1, B1, A1. Ah, kann ich jemanden Bescheid sagen? Der soll mich wecken oder was? Aktuelle Schwierigkeit, ich wollte schon sagen. Lass mal kurz hier pennen. Ja, die Arena habe ich nicht abgeschenkt. Klingt, als käme jemand herein. なんだか初めて目覚められた時のことを思い出しますね。OK、muss ich mir Sorgen machen? Muss ich Sorgen machen? Angst haben? Ich weiß es nicht. So.Ich nehme an, Zeit tut jetzt nicht wirklich irgendwie was hier ändern oder so, ne? Das ist einfach nur irgendwie, weil nicht ästhetisch irgendwie so. Oh, jetzt ist es nachts, jetzt ist es hell. Wir haben jetzt neue Sachen zu sagen. So, da oben liegt noch irgendwie was, sehe ich gerade. Nein, sagt mir nicht, das hat irgendwie was damit zu tun. Nüsse, Muskatnüsse. Kann ich auf der Karte sehen? Ob da noch Items sind oder so? Ich glaube nicht, ne? So, Wanda. Die habe ich noch nicht geredet. Du bist auch im Garten. Ach, da oben. Der war aber vorher nicht da, oder? Verdammt. Egal.
So viele große Sachen werde ich aber nicht verpassen im ersten Kapitel, oder? Hm, Sir. Mein Gott, ist der Buff. Eure Kleidung steht euch gut, wirm Gott. Auch mir fällt das entspannt leichter, wenn ich Alltagskleidung trage. Geschenke. Geschenke. Ah, das kann man noch später. So, wie komme ich noch mal zur Arena? Das will ich noch abchecken. Aber ich sage, früher habe, da kann ich auch noch nicht rein. Ne? War das hier, ne? Noch nicht freigeschaltet. Hm. Was hier? Ringkammer. Noch nicht freigeschaltet. Na gut, dann gehen wir mal weiter, ne? Außer hier unten sind auch noch ein paar Sachen gespawnt. Okay. Ja, okay, das hier ist noch. Mit der Größe bin ich nur einverstanden von dem Ort. Die Schule war irgendwie viermal so groß. Von Free Houses. So, ich bin mir nicht sicher, ob wir noch ein Kapitel hier schaffen, ein ganzes. Aber wir können es ja mal versuchen, ne? So, bevor ich hier weitermache, kann ich irgendwo. Sie jetzt nicht sagt, das kann ich irgendwie meine Klamotten irgendwie so ändern, so meine Waffen und so. Ja. Oh Gott, hier, ne? Turm der Prüfungen. Oh, ich dachte, der kann ich auch. Turm der Prüfungen, Aussichtspunkt. Ah. Nice. Okay, ich habe mit ihnen geredet, ne? Na gut, dann geht's weiter hier, ne? Was auch immer jetzt als nächstes kommt, ne? Wir müssen zur Dingens gehen, ne? Wie ist das nochmal? Firin? Firinia? Irgendwie so was? Weiß ich nicht. Wenn der Part zu lang wird, schneide ich sowieso. Nicht ein fünfstündiger Part wird oder so. Firene, genau. のどかで美しい場所ですね。ありがとう。見たところ周辺に異形兵の襲撃はないようだ。リートスの力は海を越えてくることになったけれど、疲れていないかい？平気ですよ。なら良かった。強引に連れてきてしまってすまないね。ここへは私の意思で来ています。 どうかそんなに気を使わないでください。よかったら王城に着くまでにフィレネのことを教えてくれませんか。ああ、お安いご用さ。我がフィレネ王国はエルオス大陸にある4つの国の南西に位置している。国を治めているのは僕の母である女王イブ。春の季節が長く国土には緑が多く。ポリティック。 ファイアブレッド。この平和を愛し、数百年もの間戦をしていないんだよ。それだけ別にスーパーシュワ。歴代の王様方の統治の賜物ですね。君にそう言ってもらえると嬉しいよ。この平和を強固なものにしようと、母の代で三国不戦同盟を結んだんだ。これがある限り、同盟国である隣国ソルム王国とブロディア王国とは戦争をしない。 ソルム王国とブロディア王国、自由の国と武力の国だと聞いています。その通りだよ。ソルムは自由な国風で、フィレネ王国に対しても元々友好的だったんだ。ブロディアは説得を続けて同盟を結んでくれたけれど、国王は野心的な人物でね。今も自国の領土拡大のために。 イルシオン王国。その国はフセン同盟に参加していないのですか。ああ、あの国はフィレネから最も遠いこともあって交流も薄く、わからないことも多いんだ。特徴としては冬が長く雪深い国で、蛇竜を信仰している者たちがいる。蛇竜を。だからといって国全体が悪いわけではない。個人的には複雑だけれど、何を信仰するかは自由だ。神竜様も
Ist der Tiere da im Hintergrund? Ja, ne? Schafe. Ah, Furulu no Fushamura ga chikazuite kita. Koko o nukereba oujou ga. Nanda ka mura no yousu ga okashii. E? Nani ka atta no kamoshirenai. Isogo. Was? Es sieht so friedlich aus. Das kann so nicht sein. Nehmen sie auf ein Feminine Emblem Energie wartet. Ah, ach so, die Dinger, diese blauen Dinger. Verzerrten. Daneben gerückten. Oh, da sind Leute. Du, wer bist du? Oh, da ist die Schwester. Ja. Ja, sieht aus, als hätte er die Rüstung von der einen Ritterin aus Tales of Arise geklaut. Gott, er hat die Augen geöffnet. Das heißt, er macht ernst, ne? Kampfvorbereitung, klasse. Mal kämpfen kannst du wählen, welche deine Einheiten im Kampf antreten sollen. Außerdem kannst du Emblemringe und Items zuweisen. Schalt den Kampf mit los, sobald deine Vorbereitung abgeschlossen sind. So, ich kann jeden hier deployen, ne? So, wähle unter Einheiten, welche Verbündete dich im Kampf begleiten. Du kannst mit der Namen Grünwald kann nicht aus der Aufstellung entfernt werden. Gerade gelten unterschiedliche bestimmt. Okay. Aber ich kann jeden, ne? Ja. 7 von 7. So. Frage ist, wen gebe ich denn jetzt? Sigurd. Unter Emblemringe kannst du verbündete Ringe zuweisen, die ihn hinaus mit dem Kampf mit dem Emblem zu synchronisieren. Ring, den er tragen soll. Ich würde sagen, Alfred kriegt ihn, ne? Berittene Einheiten, ne? Gibt's da irgendwie bestimmte Werteerhöhungen? Fähigkeit, Verteidigung. Ah, ne. Cool. Ich brauche noch mehr von diesen Dingern. So, ich sehe schon. Ich glaube, wir müssen ja Häuser retten, Dorfbewohner retten, indem wir in die Häuser reingehen, ne? Waffen und Items für den Kampf. Automatisch mit Ausrüstung, Vorrat, muss ich nicht sagen. Okay. Kannst du auch Schwerter tragen? Nee.
So, jeder hat ein Heilmittel, ne? Eisenlanze, jeder hat hier ein Heilmittel. Geben wir mal dir das Heilmittel. Hier. Kann ich die verbinden irgendwie? Leider nicht. Aber vielleicht kann ich das nur jetzt nicht. So. Ups. Wir vier Positionen kannst du. Da, ja. So, was haben wir denn hier? Gegen was müssen wir denn hier machen? So, hier haben wir Louis. Er ist ein Landritter, getreu von Prinzessin Celine, ein stets erschienener, kultivierter Mann, der Tee liebt. Lanzenritter, stark gepanzerte Lanzenkämpfer, verfügen über hohe Verteidigungswerte, sind aber anfällig für Magie. Gepanzerte, anfällig für Waffen, ja. Also gegen, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, ein Panzerbrecher, ne? Waffen kommen bei dieser Einheit nicht zum Tragen. Ah, cool. Er kann also wenn ihn jemand mit einer Axt angreift, er kann dadurch nicht gebrochen werden, ne? Verteidigung 16 Watt. Bewunderung sind im Umkreis von zwei Fingern zwei weibliche Verbündete benachbart. Erleiden die Einheiten minus zwei Schaden im Kampf. Oh, er erleidet nur. Hm. Ist wahrscheinlich passend, ne? Wegen sie und die Prinzessin, ne? So, sie hat eine Leichtlanze. Hm. Kann sie wahrscheinlich allein jetzt. Ich drücke die ganze Zeit die falschen Knöpfe. So, dann haben wir Chloe. Getreue von Prinzessin Celine, eine Frau von adliger Geburt, die Märchen und Imbissbudengerichte liebt. Lanzenflieger. Lanzenträger, die auf Pegasi durch die Lüfte gleiten. Fliegen. Stark gegen Magie, aber anfällig gegen Bogen. Und können einen geringen Geländeeffekt und können sich auch durch Felder freien Himmels bewegen. Feenvolk. Sind im Umkreis von zwei Feldern ein männlicher Verbündeter und ein weiblicher Verbündeter benachbart. Fügt die einer plus zwei. Wow, die sind echt irgendwie auf die Charaktere ausgelegt hier. So, ich muss mir erstmal anschauen die Häuser hier. So, was muss ich überhaupt hier machen? Rodin besiegen. Wer ist Rodin? Du? Oh hey. Und sie sieht aus wie der Bruder von Three Houses. General aus Illusia. Er führt unter der Flagge seiner Nation das Kommando über Verzerrte. Okay. Standhaftigkeit. Oh. Ah, also kein Rapier gegen den Typen. So. Ich guck gerade irgendwie, ob hier. Muhaha. Guck gerade, ob hier irgendwie Leute sind, die vielleicht auf die Dörfer losgehen könnten. So Banditen oder Piraten oder so sind das normalerweise. Na gut, aber wir haben schon 43 Minuten, aber ich würde dann wahrscheinlich schneiden, wenn das jetzt zu lang wird, ne? Mal schauen. Mache jetzt aber nicht gerade einen Schnitt. Wenn, dann sie wird man ja sehen, ne? So, wie machen wir denn jetzt? Ich will natürlich so schnell wie möglich die Häuser hier retten und wir müssen so schnell wie möglich hingehen. Na, können wir nur von hier aus hingehen, ne? Oder? Oder von hier aus? Aber ich würde sagen, wir gehen links lang, ne? Wir gehen hier so den Weg, dann ignorieren wir auch die meisten Gegner hier. Jemand Lanzen- und Axtkämpfer. Ich weiß nicht, mit wem ich da hingehen soll. Hm. Oh, so sehen die Festungen aus. Ah. Oh. Cool. Okay, wenn ich das gut anstelle, dann könnte ich die beiden vielleicht schon im ersten Zug erledigen. Ne? Dann haben wir das schon mal erledigt. Zum Beispiel mit ihm. Und wo ist mein anderer Axtkämpfer? Hier. Axt, 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 Axt. So, und du, dich kann ich mit. Wo ist er? Ja. Nein, ich kann ihn nicht bewegen. So hat von klar schon wieder. Okay, hier ist auch ein Axtkämpfer, sehe ich gerade, ein Lanzenkämpfer. Den kriegen wir doch bestimmt mit unseren Magiern und so, ne? Ja, ist glaube ich so in Ordnung. Na gut, dann los geht's. Ob ich jetzt geschneidert habe oder nicht, wird man im nächsten Part sehen. Ich würde sagen, fangen wir an.
So. Oh, da kommt noch jemand. Gehen wir sie direkt. Man weiß jeder, wer ich bin. Haben nicht alle beobachtet beim Schlafen? Welcher ist das? Ich habe eine Vermutung. Vielleicht Celica. Ja, Celica. Echos, ja. Oh, sogar die Musik. Oh, sehr cool. Und haben wir jetzt Fire Emblem 1, 2 und 4. Und in 3 ist ja Marv auch der Hauptcharakter, das heißt, da wird es wahrscheinlich keinen geben. Ne? Und es gibt ja nur 12 Emblem-Ringe, obwohl es mehr als 12 Fire Emblem-Teile gibt. Selene, Louis und Chloe haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Sehr gut. Ah, Gott sei Dank. Sieht ein bisschen aus wie Stahl aus Fire Emblem Awakening, der Typ. Okay. Ja, dann mal los. Geister der Gefallene. Wenn du mit dem Internet verbunden bist, also brauche ich das nicht. Ja. Da kriegt man gerade Gegenstände und Erfahrungen und so. Da fühlt sich ein bisschen zu schummelig an. Deswegen tue ich das nie einstellen. So, wir haben noch Selene und Celica. Mein Gott, ihr Kleid ist Overkill. Selene, die Prinzessin von Viren, hat trotz ihrer sanften Entscheidung dem festen Willen, ihr Volk zu beschützen. Und Celica, das Emblem von Echos. Ihre heilige Magie ist der Fluch aller Monster. Okay, sie ist eine adlige und mystische. Geboren in einer Königsfamilie, eine talentierte Magierin, die auch mit einem Schwert umgehen kann. Hm, sie hat Magie und Schwerter. Also so wie Celica. Ja gut, warte. Sanfte Blume. Erholungs-Items, die vor Verbündeten im Umfeld von 2 Feldern verwendet werden, heilen KP plus 50%. Okay. Gegner erhält eine Chance. Sehr cool. Es ist so toll, dass man die ganzen Fire Emblem Charaktere sammelt. Auf das Spiel. Emblem Celica. Emblem Celica beherrscht mächtige magische Angriffe. Sie ist sehr wertvoll im Kampf gegen Verzerrte. Die Synchrofähigkeit Heilige Haltung wirft vom Verzerrten zugefügten Schaden teilweise auf den Angreifer zurück. Die Bündniswaffe Seraphim fügt verzerrten Gegnern zusätzlichen Schaden zu. Die Bündnisfähigkeit Echo erlaubt eine Einheit den Einsatz einzelner magischer Angriffe mit 50% Schaden. Also zweier einzelner magischer Angriffe. Der Bündnisangriff Teleport Ragnar teleportiert den Anwalt in der Nähe eines fernen Gegners und greift mit mächtiger Magie an.
Ups. Also soll ich, also sagt mir das Spiel mehr oder weniger, ich soll mich verbinden, ja. Warte mal, überhaupt kannst du schneller. Er erinnert sich 10 Felder weit zu telefonieren und eine starke magische Attacke auszuführen. Ah, sie kann. Geht das? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Würde ich das machen? Ich glaube ja, ne? Guck mal, ob das so funktioniert, wie ich mir denke, ne? Bündnis. Celica aktiviert. So. Teleportreiter. Ich könnte sie da in die Festung reinpacken, aber dann wird sie wahrscheinlich voll viel Schaden nehmen, ne? So, hier sind Magier. Und sie hat, wo ist ihre Resistenz? 8. Du machst wie viel Schaden? 17. Das ist ein bisschen viel, Kollege. Geh mal da ein. Oh, schaut sich der meine an. Und momentan Teleportation. Angriff. Sehr geil. Ja, ich glaube, da sind wir schon sicherer, ne? So, und du gehst jetzt hier. So, reden. Kannst du dich danach noch bewegen? Oder angreifen? Spiel ist noch sehr auf Tutorial so ausgelegt, habe ich das Gefühl. Natürlich, Selina. So. Leichtlanze, ja, du wirst definitiv treffen. Boah. Okay, cool. So, Problem ist, hast du auch eine, du hast keine Dings. Kann ich dich anlocken? Nein, aber ich kann hier reingehen. Ah, aber wenn ich hier reingehe, dann geht er in die Festung, dann kann ich ihn nicht treffen. So, Heilungsrunde plus 10, unzerbrechlich. Ah, ich hätte ihm den Langbogen, den Langschwert geben sollen, dann hätte er kontern können. Packen wir dich hier rein in die Festung. So. So, jetzt diese Luschen, die noch alle unterlevelt sind. Ja. Wenn du Häuser besuchst und die Bewohner vor Gefahr warnst, kannst du Gold oder Items als Belohnung erhalten. Befehl Besuch wird anwählbar, sobald du eine Einheit auf einen der leuchtenden Felder vor einem Hauseingang bewegst. Vorsicht, Gegner können versuchen, Häuser vor dir zu erreichen und sie zu zerstören. Und das wollen wir definitiv nicht. So, da ist ein Lanzenkämpfer da unten. Da ist ein Axtkämpfer, den ich nicht erreichen kann. Ah, niemand erreicht hier irgendjemanden, ne? So, du
machst 17. Du musst immer noch ein Level hier kriegen, Kollege. Ach Gott, da fehlt natürlich um einen. Ich weiß aber, was ich dagegen mache. Und zwar mache ich einmal den hier. Dafür kriege ich zwar ein bisschen Autsch, aber ist okay. Oder auch nicht. Perfekt. So, ich wollte eigentlich nur dafür sorgen, dass er hier steht, damit, weil er hat ja seine persönliche Fähigkeit, die Gegner, die Charaktere irgendwie stärker macht. In der Nähe. Warte mal, du kannst. Ja. So, dann gehst du dahin. Brass ihn. In die Phrase. Und dann holst du dir den Kill. Oh ja, dann wirst du endlich mal auf Level 3. So, gutes Level up bitte. Ja, ist gedacht, ich bin besser geworden, göttlicher. So, dann noch die Situation hier. Hattest du eigentlich Heil, Magie? Ne. So, was mache ich hier, Mann? Warte mal, du hast Kanto, ne? Was ist das hier? Kante, ja. Erinnert kann sich nach einer Aktion zwei Felder weiter bewegen. Das ist klasse. Das heißt, ich kann hier reingehen, ne? Ich glaube, das reichen wird. 13. Ne. Dreck. Dann nehme ich mal an, das Einzige, was wir machen können, ist meine zwei Axtkämpfe hier hinpacken. Ne. Na, du gehst dahin, besuchst ihn. Das ist cooles Zeug. Langschwer. Cool. Waffen sind ja unglaublich wichtig. Dann gehst du hier hin. Obwohl, du nimmst eine Menge Schaden wahrscheinlich, ne? Okay, du 17, 20. Müsste das aber eigentlich überleben, ne? Unter auf 18, du machst 11 Schaden. Du machst ja keine 18 Schaden, ne? So, ich dich so platziere, ist okay, ne? Wir können außerdem, ne, können wir nicht. Sie ist außer Reichweite natürlich. Aber ich rieche, wie hier irgendjemand. Ich kann auch den hier machen. Haha. Aber den. Und ja. Ja, viel Glück. Aber da wird nichts bringen, Kollege. Oh, gar nicht gesehen, dass du in Reichweite bist. Da komm her, du. Autsch. Ach ja, ich kann nicht gebrochen werden, stimmt. Aha. Donk. Ah, die bekommt auch Erfahrungspunkte. Was, Koabschlag? Der hat Korbschlag gegen mich eingesetzt. Ja, mal hackt der jetzt mal. Okay. Der sollte eigentlich ja klarkommen, ne? Und die Festung müsste ihn hochheilen. Oh Gott, und da kommen die Gegner. Ah. Du zerstörst die Häuser.
ja noch viel zu weit entfernt, Mann. Dieser Stein uns vor Raubeinen hier irgendwie waren oder was? Ah, da kann ich Züge zurückdrehen. Das ist eine Funktion, die einige Leute nicht so gut gefunden haben. Aber zum Let's Playen ist das perfekt. Weil da machst du einen blöden Fehler, kannst du die Zeit kurz zurückdenken. Statt gesamte Kapitel nochmal neu zu spielen. Wenn einen Fehler gemacht hast und jemand stirbt. Den Drachenzeitkristall. Den Drachenzeitkristall kannst du Aktionen, die du im Kampf ausführst, rückgängig machen. Zack, ja. Das ist also